begann mit der Apex Corporation in den 70er Jahren und der Entstehung des Silicon Rivers in Nordkorea. Interessiert mich nicht, dass ich überspringe. In der Zeit waren sie uns technisch weit überlegen. Wir kauften alles, was sie uns anboten. Telefone, Tablets, einfach alles. Jo. Und als sie begannen, Waffen herzustellen, konnten wir nicht widerstehen. Unsere Kriege im Mittleren Osten wurden immer schlimmer. Ein Krieg führte direkt zum nächsten. Sogar nach dem schrecklichen Tag in Riad kämpften wir weiter, während unser Land zerfiel. Dennoch kauften wir Apex, um uns einen Vorteil zu verschaffen. Der Dollarkurs sank, unsere Schulden an Nordkorea explodierten. Die Arbeitslosigkeit stieg und die Nation ging in die Knie. Die scheiternde Regierung beglich die Schulden nicht, woraufhin Nordkorea seine Entscheidung traf. Jedes einzelne Stück Technologie, das sie uns verkauften, hatte eine Hintertür. Sie legten unser Militär mit einem einzigen Knopfdruck lahm. Die ersten KVA-Truppen auf amerikanischem Boden sollten mit dem Wiederaufbau beginnen. Aber nach den ersten Hilfspaketen gab es nur noch Brutalität. Sie nahmen uns unsere Unabhängigkeit und Freiheit. Amerika wird von der KVA kontrolliert. Aber es wird sich wieder erheben. Du bist die Revolution. Ja, würde ich mal meinen. Mit dem Willkommen zu Homefront, der Revolution oder der Revelation oder wie auch immer. Und dann ja, schauen wir mal, wie das funktioniert und wie lange das Spiel auf. Hey. Hallo und willkommen bei KSC. Ich bin Suvin Kang. Unsere Irgendetwas stimmt da nicht mit den Dings. Doch, stimmt. Ja, als Easy. Nachricht. Heute haben die Vorbereitungen für die lang ersehnte Patriots Day Parade begonnen. An diesem Tag feiern wir die Bemühungen der Liaison-Offiziere. Sie arbeiten unermüdlich daran, die Lücke zwischen der Übergang. Katze nicht mal HD oder was da zeigt, die Debit. Bürgermeister Simpson hat geschworen, die Antiterroranschläge. Kann er das nicht überspringen? Also haben wir Spiel auch heute lang gezogen. Dazu sind wir gerade vor den Kameras. Wir alle kennen die tägliche Bedrohung hier in Philadelphia nur zu gut. Die Bomben, die Schießereien, alles von Benjamin Walkers nationalem Terrornetzwerk inszeniert. Keine Sorge, wir werden diese Kriminellen zur Rechenschaft ziehen. Die Friedenswächter halten unsere Straßen sauber und sicher für alle Bürger. Dank der verbesserten Bedrohungserkennungssysteme. Schalte das Ding aus, Brady. Ja, endlich. Verdammte Wichser, wir sind Terroristen? Nach allem, was er getan hat? Der wäre nicht so dreist, wenn er wüsste, dass Walker schon hier ist in Philly. Ja, Walker wird ja ordentlich für Chaos sorgen. Wildfall. 5 Minuten. Was, 5 Minuten? Wenn diese neuen Drohnen ihn nicht scannen. Sind wir soweit? Glaube schon. Hoffe es verdammt nochmal. Ist schon was, Brady? Wie lange bist du jetzt dabei? 3 Tage? Bald wirst du Walker persönlich treffen. Er ist der einzige Grund, warum ich hier bin. Er hat uns alle inspiriert. Brady. Komm mal jetzt, mach mit Hufstachli Action. Ist ein Tutorial oder was? Danke. Nimm mal Molotov Cocktail. Nebenan, Walker war schon in Washington eine Legende, hm? Ich hab ein bisschen was davon gehört. Tut mir leid. Ich bin froh, dass du jetzt bei uns bist. Hey Leute, hier stimmt was nicht. Die Straße ist leer. Was? Scheiße, sind wir das? Verdammt, Walker wird jede Minute hier sein. Es ist eine Aufgabe. Ja, Boom Headshot da. Raus, raus hier! Ich hab nichts gemacht, Junge. Ich bin nur zufälligerweise auf Besuch gewesen. Jetzt wie bei Black Ops. Ist da. Wir sagen ihm nichts, Brady. Ist klar? Hallo,
Danke euch für das geduldige Warten. Salut. So. Du erzählst mir jetzt, wo bitte finde ich Benjamin Walker? Nirgends. Du verschwendest deine Zeit hier. Ich habe nur gehört, Walker wäre unten in Memphis. Ihr wisst, ich habe Superkräfte. Fick deine Kräfte, du erbärmlicher Verräter. Oh, da will jemand wohl eine Demonstration. Ich zeig dir detailliert, wie stark ich wirklich bin. Ich halte meine Hand etwa so. Zielpunkt? Mary. Und? Tu es einfach, du Arschloch! Hey, nein! 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 Das ist doch mal was. So, wie sieht's nun aus? Hast du jetzt Lust zu reden? Ja. Ich glaube nicht, dass er Bock hat. Ich habe genug von deinem Scheiß. Alter. Red endlich! Dir mach ich's nicht so leicht. Es ist Walker. Warte! Fick dich! Ja, übertrieben kommen so ein Schuss nicht lang. Verschwinden wir! Scheiße! Warum er nichts macht. Wir müssen hier raus. Ich kenne einen Ort für uns. Hilf mir hoch. Depp Silver Präsent. Oh Mann, kann man das nicht überspringen? Bitte, Kollege, wo das programmiert. Homefront Revolution. Haben wir jetzt nichts müssen drucken. Nichts, nur mal schauen. Das ist der Ort. Für den Moment sollten wir hier sicher sein. Aber die Norks werden den ganzen Distrikt auf den Kopf stellen, um uns zu finden. Wir müssen eine andere Widerstandszelle kontaktieren. Scheiße, ich habe mir einen schlechten Moment ausgesucht, um angeschossen zu werden. Erinnerst du dich daran? Dieses Handy ist unser Ticket zum nächsten Unterschlupf. Solltest du einen Netzwerksendeempfänger finden und ihn hacken können, er wird uns mit dem geheimen Widerstandssignal verbinden und den Weg zum nächsten Unterschlupf zeigen. Hier, nimm. Weißt du, was ich halt für schwierig. Wir arbeiten hier blind. Du musst ein Widerstandslager finden. Dort solltest du Informationen über den Distrikt sowie die Standorte der Sendeempfänger finden. Aber du musst. Also, das ist zu hoch. Brady, wir haben nicht viel Zeit. Smartphone. Google Maps oder was? Ich weiß, nichts Gutes. Einfach ein weiterer Teil der Paradies. Einfach da einfach durchlaufen.
Ich bewege das also ganz unauf. Oh ja. Ey. Achtung, in dieser Zone ist ein Sicherheitseinsatz im Gange. Jegliche Fahrten sind aufgeschoben. Nice, war. Sammlerobjekt. Ach. Taschenlampe. Salzpaket, hat es noch irgendetwas zum Mieten? Ja, ich glaube. So. Da ist ein Mikro. Noch Loot. Genau oder so. Oh, da hat's noch. Wo viel P? Ja, ich glaube, wir bauen jetzt noch unsere eigene PC zusammen. Da kommt es sein, wenn wir da so. Aber rein grafisch ist es schon schön. Als Handler. Wie das haben wir denn? Eingang finden. Ah. Noch Loot zu mitnehmen. Also ich hoffe, du zumindest. Scheiße, sie haben Walker. Walker! Was sollt ihr tun? Das ändert gar nichts. Gott, das ist Walker. Hört ihr? Ich kann's nicht glauben. Andere werden sich erheben. Oh mein ihr könnt Gott. Es nicht auf... Ah! Oh. Lasst mich in Ruhe! Lasst mich verdammt nochmal! Hast du sein Bein gesehen? Verdammt. Nicht nur Loot, irgendetwas. Crap. Jetzt im Tunneleingang. Let's go.
habe dich hier noch nie zuvor gesehen. Ja und? Das ist schlimm. Hast du sein Bein gesehen? Ich mag schnell wieder auf Google. Tattoos und den Link. Warte mal, die Laptop. Achtung, in dieser Zone ist ein Sicherheitseinsatz im Gange. Jegliche Fahrten sind aufgeschoben. Kann ich da drüber springen? Naja, mit dir habe ich kein Problem, Schatz. Hey, willst du ein Date? Ganz bestimmt nicht mit dir. Hast du kein Geld? Achtung, in dieser Zone ist ein Sicherheitseinsatz im Gange. Also, ist so etwas wie safe. Oh. Loot. Kann man das auch wieder zumachen, bitte? Komm, ich will jetzt schon. Wie viel können wir eigentlich tragen? Luft nehmen. Ja, das ist Crap. Dann gerade das X. Das andere nicht. Ah, das ist okay. Und da überall für Crap. Ich kann das Teil auch führen ziehen, aber es ist nichts da. Tür stellen. Geht's wieder. Was heißt denn da geil? Tür stellen, die ist. Laufen, sie läuft. Die Frage ist ja, wofür da ist der Tunnel hin? Ich finde einen Weg, um die Tunnelbeleuchtung umzufahren. Also, wie man sagt, wer da ist ein Generator. Und dann in der Tuf. Ja, nirgends nur. Glaub nicht, da. Soll's gerade einfach nicht. Loi.
Noch mal schauen, ob ich die Stirn kann umbelegen, weil relativ umständlich. Zeit ist das Game sehr linear. Junge. Yeah! Friss das Arschloch! Siehst du das, Gas? Ihr wusste gar nicht, was los ist und dann... Bam! Hab ihn gesehen. Wo gehst du hin, ha? Verfluchter Spion, verfluchter Verräter! Will uns für eine Handvoll Reis an die Norks verkaufen. Zeigen wir ihm, was er davon hat. Ich geh zuerst. Ganz ruhig, Bakes. Dana wollte, dass wir ihr gleich Bescheid geben, wenn wir jemanden gefangen nehmen. Du willst sie doch nicht wütend machen. Ich hoffe bloß, dass sie mir auch was übrig lässt. Darauf würde ich mich nicht verlassen. Ich glaube nicht, dass ich dich wiedersehen werde. Oh. Heavy Arsch, hm? Wenn Dana mit ihm fertig ist, wird das Ganze ein bisschen leichter. Ja. Yeah. Da würde man meinen, das ist die erste Mission. Würde ich mal sagen, man sieht sich im nächsten Video wieder. Bis